Von der Firma 3M Peltor habe ich einen weiteren Gehörschutz zum Reviewen und Langzeittesten zur Verfügung gestellt bekommen. Diesmal geht es nicht um einen Kapselgehörschutz, sondern es geht um einen In-Ear-Gehörschützer. Und zwar der 3M Peltor LEP 100. LEP steht für Level Dependent Earplug. Hierbei handelt es sich um Gehörstöpsel, die In-Ear in das Ohr eingeführt werden. Wir kennen das alle von diesen passiven, einfachen Schaumstoffgehörschützern, also Stöpseln, Lamellenstöpsel etc. oder auch der EAR von 3M, dieser Teilaktive. Mit dem Unterschied, dass es sich hierbei um einen tatsächlichen aktiven Gehörschützer handelt. Das heißt, wir haben eine Elektronik drin, da ist ein kleiner Akku drin, der wie bei einem großen Kapselgehörschutz die Umgebungsgeräusche durchlässt, aber, wie wir das ja von den Kapselgehörschützern kennen, bei Überschreitung einer bestimmten Dezibelzahl die Mikrofone zumacht und damit den Gehörgang wieder beschützt. Ich sage gleich vorneweg, ich habe diesen Gehörschützer schon testen können auf zwei verschiedenen Schießständen und mein Eindruck ist, und das ist auch das, was mir 3M letzten Endes mitgeteilt hat, ist dieser Gehörschützer eigentlich für den Outdoor-Bereich vorgesehen, nicht für den Indoor-Bereich. Er ist tatsächlich, eigentlich, sag ich mal, was das Schießen betrifft, für die Jäger gedacht. Die halt gerade draußen, Sommer, warm, man will vielleicht nicht unbedingt den warmen Kapselgehörschützer auf dem Kopf haben, sondern lieber was Kleines, Schlankes, wo man nicht ganz so schwitzt. Und da ist er absolut top da drin. Seine Dämpfwirkung hat funktioniert, sage ich auch ganz ehrlich, aber nicht so gut auf den beiden Indoor-Ständen, wie es vielleicht draußen der Fall sein wird. Ich werde zu diesem LEP 100 verschiedene Videos machen, weil ich auch von einem befreundeten Arbeitskollegen, der auch zeitgleich Jäger ist, gebeten wurde, mal mit diesem Set mal raus in den Wald zu gehen und mal zu vergleichen. Wie ist denn die Aufnahme der Umgebungsgeräusche im Wald verglichen mit einem Kapselgehörschützer? Ist auch ein interessantes Thema, wo ich denke, dass wir das einfach mal mit in die ersten Eindrücke oder zweiten, dritten Eindrücke mal mit einfließen lassen. So, genug der Rede, ganz kurz die technischen Details. Wir gehen wieder drauf auf die 2000 Hertz Frequenz. Jetzt gibt es hier für dieses Set zwei verschiedene Arten der Stöpsel. Und zwar, es gibt einmal den ganz normalen Gehörstöpsel, diese Lamellen, und es gibt den sogenannten Skull Screw, Kopfschraube oder Schädelschraube. Je nachdem, welchen man verwendet, hat man unterschiedlich gute Dämpfungswerte. Wir haben also, wie ihr in der Einblendung seht, bei 2000 Hertz mit den normalen Stöpseln haben wir einen Hauptwert von 26,8, Faktor 7,8, Dämpfung, sprich SNA, 19 dB. Wir haben mit den Skull Screws haben wir einen Faktor von 6,6 bei 32,6 und einen SNA von 26. Ihr könnt es euch gleich ablesen, ist ja leider in Französisch und mein Französisch ist durchaus ein bisschen eingerostet. Allerdings sage ich auch gleich dazu, ich habe die vorhin mal angelegt, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man mit dem Skull Screw tatsächlich richtig gut die Umgebungsgeräusche wahrnehmen kann. Dann ist natürlich noch mit dabei ganz normal die Bedienungsanleitung. Wir haben hier eine staub- und wasserdichte Transportbox. Das ist schon mal richtig, richtig geil, weil dieses Paket mit einem Gewicht, das wollen wir gleich mal hier aufzeigen. Ich habe mir extra mal jetzt eine kleine Digitalwaage gekauft, dass ich ja auch mal ein bisschen so ins wissenschaftlich reinrutschen kann. Und zwar haben wir hier ein Gesamtgewicht inklusive eingelegter Batterien von 180,1 Gramm. Also wie gesagt, das ist eine massive Kunststofftransportbox. Wir haben hier drei Alkali AAA Batterien drin, dadurch natürlich das etwas höhere Gewicht. Akkus kann man hier keine einlegen, also kann man schon, aber man hat keine Möglichkeit, die hier drin aufzuladen. So, wir haben mit im Paket auch dabei ein Nackenbändchen, damit man aus Silikon, damit man die nicht verliert. Und dann sind die hier in diese Spangen eingelegt. Ich habe die einzelnen Stöpsel mal gewogen, inklusive aufgelegten
Lamellen und wir liegen bei 4 Gramm pro Stöpsel. Und das ist das, was tatsächlich an Gewicht dann im Ohr drin ist. Sie sind also unwahrscheinlich leicht. Man hat zudem, wenn die Batterien mal leer sein sollten, habe ich auch die Möglichkeit, hier außen über den USB-Anschluss, der hier unten drunter versteckt ist, mit einem normalen Micro-USB-Kabel, kann ich auch trotzdem noch damit dann über eine Akkubank oder wie auch immer die Dinger aufladen. So, ich habe hier einen Taster mit drin, drücke ich drauf, sehen wir, die LEDs sind grün. Grün bedeutet, ist voll. Sind die Geräte im Betrieb gewesen und ich stecke sie rein und ich drücke den Knopf, werden die LEDs rot und damit weiß ich, dass sie am Laden sind. Wir haben hier eine kleine Infokarte noch mit dazu, bei der wir halt auch nochmal kurz erklärt bekommen, was die einzelnen LED-Funktionen bedeuten. Wir haben eine Betriebsdauer dieser Teile von, es waren glaube ich 16, bis zu 16 Stunden, je nachdem. Wir haben drei unterschiedliche Lautstärke-Einstellungen, um die Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. So, wer jetzt mein letztes Video vom einfach nur Spaß mit dem Roni gesehen hat, da wurde ich auch schon angesprochen, was ich dafür für Stöpsel im Ohr habe. Und das sind genau diese. So, und auf diesem Stand, das ist ein akustisch für mich katastrophaler Stand, aber ein richtig guter Stand, um Gehörschutz zu testen. Wir haben dort keinerlei schallabsorbierende Materialien an den Wänden, keine Sauerkrautplatten, gar nichts. Und da spielt der Schall tatsächlich Ping-Pong. So, und jetzt mit dem Roni dicht am Kopf hat das Schießen wunderbar funktioniert. Die Stöpsel haben sehr gut abgeregelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo man aber die Schwächen aufzeigt, und da sind die Schwächen aber nicht allein bei diesen hier, sondern die sind tatsächlich bei nahezu allen aktiven Gehörschützern, ist bei einer dynamischen Disziplin, wo mehrere Schützen an der Feuerlinie stehen und schießen. So, und wenn ich jetzt überlege, ich nehme, sage ich mal, eine Disziplin wie NPA bei uns im BDMP, fünf Schützen nebeneinander. In 15 Sekunden 6 Schuss je Schütze. So, und da muss ein aktiver Gehörschutz erstmal hinterherkommen mit dem Abregeln. Da zwingt man diverse schon in die Knie. Und da muss ich auch sagen, der Howard Light Impact Sport, der sehr, sehr gerne gekauft wird, weil er auch relativ preiswert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wird dort von der Dämpfung her in die Knie gezwungen. Deshalb sage ich aber auch, dieses Set ist weniger für den Sportschützen auf Indoor-Ständen gedacht, als vielmehr für die Jägerschaft da draußen. Ich werde ihn natürlich auch draußen in Alsfeld bei diversen Meisterschaften mal testen, um zu sehen, wie er da performt. So, preislich gesehen liegt der bei einer UVP von 398 Euro. Klingt jetzt erstmal nach sehr viel, aber ich finde, es ist durchaus für das, was man bekommt, ein schon recht gerechtfertigter Preis. Aber das muss am Ende des Tages tatsächlich jeder für sich wissen. Ich poste euch unten einen Link. Ich poste euch unten einen Link in die Description rein zu diesem Produkt bei Amazon wieder. Ich denke mal, der eine oder andere wird so etwas schon für interessant finden. Gerade die Jägerschaft kann ich mir sehr gut vorstellen. Die sind für dieses Produkt eigentlich wirklich prädestiniert. Wie gesagt, ich werde dieses Set weiterhin testen, um mal zu sehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und werde es weiterhin aufzeigen. Aber Peltor sagt, also 3N sagt, für die Jäger ist das Set eigentlich der Einsatzzweck. Das ist der 3M Peltor LEP 100 EU.